Rote Sonne geht es ja darum, dass eine Wohngemeinschaft aus vier jungen Frauen die Regel hat, also den Schwur eigentlich oder die Ideologie, dass sie Männer nur für 5 Tage daten dürfen und nach diesen 5 Tagen spätestens muss der Mann tot sein. Viele meiner performativen Arbeiten gehen in diese Richtung, dass es eine Begegnung gibt zwischen Publikum und PerformerInnen, weil ich eben finde, dass da ganz eine andere Energie sich entwickelt, wie wenn man etwas nur anschaut. Das Volks hat den Vorteil, dass es rundum bespielt werden kann. Da gibt es ja die Balkone. Wir haben jetzt eine Treppe noch hereingebaut, sodass das oben und das unten verbunden ist. Die Spielorte sind jetzt nicht ausschließlich für die Szenen reserviert, sondern das Publikum kann sich überall hinsetzen, kann sich jederzeit bewegen, kann seine Sitzgelegenheiten verändern, kann rauf und runter gehen. Also es ist von der Idee her sehr durchmischt.